Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Ja, wir sind jetzt im Dorf Redcliff, weil wir hier noch eine kleine Quest offen haben. Und zwar sollen wir nach der Tochter des Schmiedes Ausschau halten, weil die kam ja aus, da geht's zur Weltkarte, sehr schön. Miliz, was hast du uns zu sagen? Unser Befehl lautet, alle zurückkehrenden Ritter zum Schloss zu schicken. Ja, sehr schön, sehr schön. So. Ja, also der Schmied, der hat ja die Waffen und Rüstung repariert, okay. Achso, da ging es nicht weiter, okay. Wenn wir seine Tochter aus dem Fängen der Untoten befreien. So, die Tochter haben wir befreit. Die haben wir in der einen Besenkammer, genau, befunden. Und danach schauen wir jetzt, ob der jetzt immer noch, ob die jetzt ihren Vater besucht hat. Oder ob. So, und da ist der Questgeber schon. Hallöchen. Meine Valena ist zurück. Sie hat mir von eurer waghalsigen Rettungsaktion erzählt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Nehmt das als Belohnung für eure Tat. Es ist eine Zwergenanfertigung und dürfte euch nützlich sein. Eine Zwergenrüstung? Ja, die nehme ich. Nochmals danke. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Gerne doch, so. Und dann wieder raus. Ja, und falls ihr euch wundert, was das für Ausrüstung ist, die unsere Member diesmal dabei haben, das ist ganz simpel, die Rüstung, die wir tragen, ist die von der einen aus der Wächterfestung. Moment mal, da ist ein Verbindungsmann der Magier. Den ersuchen wir doch mal ganz kurz. Mal schauen, ob da irgendetwas für uns bei rausspringt. Weil wenn wir da schon einen Questmarker haben, so Bruder, Beutel der Gemeinschaft der Magier, Verbindungsmann der Magier, okay. Schön, euch wiederzusehen. Mal schauen. Nee, keine Quest. Warum zeigt er mir... Schön, euch wiederzusehen. Warum zeigt er mir an, dass wir eine Quest bei dem noch offen haben? Jedenfalls zeige ich euch ganz kurz. Wir tragen die Inventar. Wir tragen die Handschuhe Kommandanten, Rüstung des Kommandanten, Stiefel des Kommandanten der Grauen Wächter und die... Und den Helm der Grauen Wächter. Den Helm haben. Helm sowie das Schwert haben wir bekommen, wenn wir zur Feste zurückgekehrt sind. So, und jetzt geht's erstmal in den Brasilienwald. Zu den letzten Leuten, die wir rekrutieren können. Und yay! Ein Kampf! Wuhu, ich freue mich überhaupt nicht. Räuber, 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 Räuber. So, lauter Räuber. Hallöchen, meine Freunde. Sehr schön. Eine Falle. Direkt vor uns. Betrachtet es als erledigt. Na? Verteidige! So, Liliana? Du gehst jetzt mal auf den Räuber da oben. Jetzt spürst du Stahl! Nein. So, die Falle entschärfen bitte. Dankeschön. Sehr schön, so. Immer weiter, immer weiter. So. Das war's dann mit den Räubern. Mit dem Bogen, den wir tragen, das ist Marjolaines Bogen. Also den Bogen, den wir bekommen haben, wo wir denn uns um Marjolaine gekümmert haben, die Bekannte von Liliana. Wird erledigt. Die Rüstung, die Alistair trägt, ist die von Marik. Die müsstet ihr schon aus einem der anderen Parts kennen.
Die ist aus dem DLC. Welches war das jetzt? Rückkehr nach Ostergar? Und ja, ansonsten hat sich bisher nichts geändert. Ach ja, und das Schwert ist aus dem DLC in Stein gefangen. Welche wir aber erst bei einem Schmied anfertigen können. Und Elfen. Bleibt sofort stehen, Fremder. An diesem Ort lagern die Dalish. Ich schlage vor, ihr verschwindet, und zwar schnell. Um ehrlich zu sein, bin ich auf der Suche nach den Dalish. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was könnten wir Dalish mit einer Gruppe wie eurer zu schaffen haben? Überreden, das werde ich eurem Anführer erzählen, niemanden sonst. Da ihr kein einfacher Eindringling zu sein scheint, werde ich dem Hüter die Entscheidung überlassen, wie wichtig euer Anliegen ist. Ich schlage vor, dass ihr im Lager eure Hände bei euch behaltet und vergesst nie, dass unsere Pfeile auf euch gerichtet sind. Folgt mir! Also das nicht mal einen sehr herzlichen Empfang. Ich sehe, wir haben Gäste. Wer sind diese Fremden, Mithra? Ich habe heute ausgesprochen wenig Geduld und noch weniger Zeit für Außenstehende. Ich verstehe, aber dieser hier behauptet, wichtige Angelegenheiten mit uns besprechen zu müssen. Ich verstehe. Erzählt, Fremder, welche Angelegenheiten haben euch zu uns geführt? Wie ihr seht, haben wir eigene Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Ich bin als Vertreter der Grauen Wächter hier. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Maseranas, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manuvenin, Hüter. Gut. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Sethrian, der Hüter dieses Clans. Sein Anführer und Bewahrer unseres alten Wissens. Und wer seid ihr? Mein Name ist Chris. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Wenn ihr uns von der Verderbnis im Süden berichten wollt, so ist das unnötig. Ich spüre ihre Fäulnis bereits. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist das leider nicht möglich. Ja, ihr scheint eure eigenen Probleme zu haben. Was ist los? Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt mir. Gerne doch. Unser Clan hat den Brazilianwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil Ferelden betreten. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen im Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen, damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden. Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. Gibt es keine Möglichkeit, auch Männern zu helfen? Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes. Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Aber ihr werdet mich dennoch darum bitten, es euch zu bringen, oder? Ich würde niemanden um so etwas bitten. Ihr habt gefragt, nicht wahr? Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreiser. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten.
Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Habt ihr schon mal überlegt, andere um Hilfe zu bitten? Wen meint ihr? Die Kinder des Steins? Die Schemlin? Glaubt ihr wirklich, sie würden uns ihre Zeit opfern? Was bekomme ich, wenn ich euch helfe? Wir würden euch natürlich gegen die Verderbnis beistehen. Und auch unsere Dankbarkeit wäre euch sicher. Ich würde eine etwas greifbarere Belohnung bevorzugen. Es geht euch also um eine Belohnung? Nun gut. Wir besitzen nicht viel Geld, aber wir stellen Gegenstände her, die von Wert sein könnten. Kommt mit dem Herz zu mir zurück. Dann gebe ich euch einen kleinen Bonus, den ihr mit Sicherheit verkaufen könnt. Genügt euch das? Ich will, dass eure Leute ihre Einstellung mir gegenüber ändern. Diese Einstellung hat sich in langen Jahren der Sklaverei und Unterdrückung in unsere Seelen gebrannt. Es ist nichts Persönliches. Aber ich verstehe euch. Ich werde meine Leute daran erinnern, dass ihr euch unseretwegen in große Gefahr begebt. Ich werde diesen Schattenreißer für euch finden. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich hätte da einige Fragen. Macht es bitte kurz, ich habe viel zu tun. Meine Schülerin Lanaya oder Sayrel, der Geschichtenerzähler des Clans, können euch ebenso Antworten auf eure Fragen geben. Wie finde ich Schattenreißer? Habt ihr einen Rat für mich? Haltet nach den weißen Wölfen Ausschau. Sie sind seine Augen und Ohren im Wald. Erzählt mir etwas über den Fluch, unter dem die Jäger leiden. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. So, jetzt sind wir im Brasilienwald. Yay! So, ich freue mich ja sowas von. Da haben wir ein paar Truhen, Lanaya, eine Quest, ein paar Statuen. Ich hätte nie gedacht, jemals einen Fuß in ein Lager der Dalish zu setzen. Ja, wenn nicht nur du. Nicht nur du. So, ein paar Säcke, ein Jäger, eine weitere Truhe und Elora. An manchen Orten erzielen solche Hörner enorme Preise. Sie können angeblich auch Krankheiten heilen. Okay. Elora, was hast du uns zu sagen? Wer ist da? Oh, verzeiht, Fremder. Ich war so damit beschäftigt, mich um die Halle zu kümmern, dass ich euch nicht habe kommen hören. Wer seid ihr? Mein Name ist Elora. Ich bin die Meisterhirtin. Und es ist meine Aufgabe, mich um die Halle zu kümmern. Das ist vielleicht nicht ganz so aufregend, wie ein grauer Wächter zu sein, aber die Haller sind lebenswichtig für uns. Was sind Haller? Sie sind die edlen Tiere, die unser Arrowel ziehen. Die Menschen nennen es Landschiff. Sie sind unsere Begleiter und Führer. Sind sie nicht eure Reittiere? Wir reiten auf den Haller, aber niemals mit Zügeln oder Sätteln. Die Haller entscheiden, wohin sie uns führen. Und wir genießen das Privileg, dass sie unser Arrowel mitnehmen. Im Gegenzug ist es die Aufgabe der Hirten, mit den Haller zu sprechen und sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Es ist eine Bande der Freundschaft, nicht der Knechtschaft. Und warum habt ihr diese hier von den anderen getrennt? Ich fürchte, sie könnte beim Angriff der Werwölfe gebissen worden sein. Ich habe versucht, mit ihr zu sprechen, aber sie ist so aufgewühlt, dass ich sie nicht verstehen kann. Der Fluch hätte auf sie nicht die gleichen Auswirkungen wie auf uns, aber er wäre dennoch tödlich. Und er könnte auch für die anderen Haller ansteckend sein. Ich kann bei ihr keine Wunde finden.
Aber wenn sie ernsthaft krank ist, dann werde ich sie von ihrem Leid erlösen müssen. Ihr zuliebe, ebenso wie zum Wohl der anderen. Kann ich irgendetwas tun, um euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Besitzt ihr irgendwelche Fähigkeiten, die ihr helfen könnten? Wenn ja, wäre ich euch sehr dankbar. Überleben versucht die Haller zu beruhigen. Nein, nein, es tut mir leid. Sie beruhigt sich bei euch nicht mehr als bei mir. Die Haller untersuchen? Und? Was meint ihr? Ihr habt recht, das Tier leidet. Ah, dann ist es also so, wie ich es mir gedacht hatte. Dann macht es keinen Sinn, das Unvermeidliche hinauszuzögern. Lasst es uns beenden. Einsame Halle, verloren im Regen. Sieh, wie die Lichter am Himmel leuchten und lass dich von ihnen nach Hause geleiten. Dara Shiral, meine liebste Freundin. Leb wohl. Es ist üblich, dass die Hirtin die Hörner einer gefallenen Halle an sich nimmt. Ich gebe sie euch, mein Freund. Bringt sie zu Meister Verathorn. Er wird euch daraus ein Geschenk machen. Was für ein Geschenk? Ein Andenken als Erinnerung an unsere Gefallenen. Maseranas für die Freundlichkeit, die ihr heute gezeigt habt. Kein Problem, immer wieder gern. Okay, eigentlich wäre es... Neue Quest, Eloras Halla, so bla bla bla. Absolvierte Quest, okay, die haben wir schon fertig. Sehr schön. So, was haben wir hier vorne? Eine Elfenwurzel. Elfenwurzel? Inventar. Gut, die haben wir denn... auch noch bekommen. Warum wird die uns nicht angezeigt, wenn wir die aufnehmen? Das verstehe ich nicht so ganz. Denn hier die Todeswurzel. Aufnehmen. Erhaltene Gegenstände, da geht das auf einmal. Was ist das denn für ein Strunz? Und eine Statue von Galliani. Galliani, Mutter der Haller. Ein Jäger, ein Elfenmädchen und eine Truhe. Die verschlossen ist. Öffnen bitte. Grazie. Ein Lederhelm, den können wir gleich verkaufen. Sehr schön. Elfen-Gainer. Enderene Tischen, Fremder. Wer seid ihr? Ich bin Gainer. Kann ich euch irgendwie helfen? Könntet ihr mir ein paar Fragen beantworten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch weiterhelfen kann. Aber ich werde es versuchen. Ich brauche Ausrüstung. Meister Verathorn müsste alles haben, was ihr braucht. Ihr findet ihn in der Schmiede. Ich würde gerne mehr über euer Volk erfahren. Dann solltet ihr mit Lanaya sprechen. Sie ist die Priorin des Hüters und weiß viel über derartige Dinge. Erzählt mir etwas über den Wald. Darüber sprecht ihr am besten mit Seyrel. Er ist unser Geschichtenerzähler und kennt viel mehr Legenden als ich. Und was könnt ihr mir über Zethrian sagen? Zethrian? Er war schon unser Hüter lange bevor die Eltern meiner Eltern geboren wurden. Was möchtet ihr über ihn wissen? Was genau ist ein Hüter? Er behütet uns. Und er behütet das Wissen unseres Volkes, damit wir es irgendwann unserem gesamten Volk wiedergeben können. Was für ein Wissen ist das genau? Die Lebensweisen unserer Ahnen natürlich. Aus der Zeit der Lethans, bevor unser Volk vom Reich der Menschen versklavt wurde. Wie kommt er an sein Wissen? Durch die anderen Clans und durch Artefakte, die wir auf unseren Reisen entdecken. Das alte Reich war überall, also waren es auch seine Sklaven.
Bruchstücke unserer Geschichte sind überall zu finden. Was meint ihr mit eurem gesamten Volk wiedergeben? Den Flachohren, die bei den Menschen leben. Wenn wir eine neue Heimat gefunden haben, in der wir uns niederlassen können, werden wir allen Elfen die Lebensweisen lehren, die sie vergessen haben. Ich möchte noch etwas anderes wissen. Und was? Ich sollte gehen. Mögen euch die Schöpfer begleiten. Okay. Ja, an der Stelle beende ich den Part für heute. Das war's wieder mit Dragon Age Origins. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschaußen.